Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Season 11 gehypten. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Problema und herzlich willkommen zu meinem neuen Shop-Video. Ja, Freunde, der Shop wird geupdatet und wir haben tatsächlich nur ein neues Emote reinbekommen. Sonst ist der Shop ziemlich voll mit vielen, vielen Sachen, aber nur im Endeffekt ein neues Emote. Das werde ich euch gleich zeigen. Fangen wir hier ganz links an, um das Ganze abzuarbeiten. Hier einmal haben wir einmal den Skin, das Paradigma. Der ist ja neu gestern reingekommen in den Shop. Den gibt es ja in 10 Stilen. Im Grunde genommen sind es eigentlich Stile auf der Maske, wenn ihr das seht. Es sind so verschiedene Einblendungen, die da gezeigt werden. Und im Grunde genommen war es das. Den Skin gibt es einmal in Blau, wie ihr ihn eben gerade gesehen habt. Und dann einmal in diesem silbrigen, weißlichen Ton. Ja, nichts Großartiges. Wie gesagt, der Skin, der war gestern schon im Shop und den gibt es halt heute wieder. Weiter geht's hier zu dem Emote Willkommen. 100 V-Bucks kann man sich antun. Ja, nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Genau das gleiche mit dem Verschwinde. Werden sehen, wo das hinführt. Soll wahrscheinlich auch so ein bisschen Teaser sein zu dem neuen Live-Event. Okay, weiter geht's hier zu dem Mech-Anführer. Es wundert mich sehr, dass der jetzt wieder im Shop ist. Den gibt es auch in zwei Stilen, wie ihr seht, einmal in Bunt und einmal in Silbern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in Bunt finde ich ihn katastrophal. In Silbern, ja, der geht, aber mit dem Skin könnte ich nicht spielen. Dann geht's weiter zu seinem Rucksack. Den gibt es auch in zwei Stilen, einmal in diesem Rosé. Und warum sehen wir den zweiten nicht? Ja, genau, in diesem silbrigen. Das geht auch wieder, aber wie gesagt, das Rosane, ja, ist nicht wirklich meins. Und dann gibt es das eigene Emote, das heißt die aufgeladene Kampfkunst. Das gibt es nur in Verbindung mit diesem Skin, wenn ihr den trägt. Ja, muss man nicht unbedingt haben, wie ich finde. Dann gibt es die Kombi-Klingenspitzhacke. Sehr groß kann man sich antun, aber ist echt nicht mein Fall. Dann geht es weiter zu der Lackierung im Mecha-Team. Ich habe mir diese Lackierung geholt, weil ich ein Video dazu drehen wollte. Habe es aber leider versäumt. Also feiern tue ich sie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich alles Geschmackssache. Jo, das wäre es dann damit. Dann geht es hier weiter zur Catwoman. Und dieser Skin ist jetzt wieder im Shop, also das letzte Mal, glaube ich, heute, eventuell morgen noch, weil die DC-Comic-Sachen, also Catwoman und der Batman-Skin, da habt ihr jetzt die letzte Chance, diesen Skin zu kaufen, ansonsten ab morgen verschwinden die und ja, dann habt ihr keine Möglichkeit, euch diesen Skin zu holen. Ja, das wäre es dann damit, dann geht es hier weiter zur Katzenkralle, ihre Spitzhacke. Finde ich ein bisschen groß, aber okay, gut, kann man sich antun, aber für mich ist persönlich jetzt nichts. Weiter geht's zu dem Hängegleiter, Bettgleiter. Er sieht schon nice aus, aber wenn man ihn spielt, und das sieht man ja durch die Grappler, ist er relativ groß und mir gefällt er nicht. Also ich mag ihn nicht, ist natürlich alles Geschmackssache. Ich finde ihn ein bisschen zu groß. Weiter geht's zu dem Emote Peitschenknall. Ja, ich bin auch kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir leid, ich bin nicht negativ drauf, aber das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Auch das Emote Bat-Signal, ja, Geschmackssache. Maskierte Rächer, die Musik werde ich jetzt nicht abspielen, die dürfte auch bekannt sein. Die war ja einige Male im Shop für 200 V-Bucks. Genau, weiter geht's zum Vulture-Skin, ich glaube, so wird ausgesprochen, aus dem Luftschlag-Set. Den Skin sehe ich eigentlich zum ersten Mal und ich habe mich gewundert, warum. Aber der war am 1. und 2. September im Shop das letzte Mal. Und da dürfte ich wohl nicht da gewesen sein und deswegen habe ich diesen Skin nie vorher gesehen. Oder ich habe mich, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn unbewusst gesehen. Und ja, wie gesagt, er schien mir sehr neu. Also der ist jetzt das zweite Mal im Shop. Erst der Rucksack, der geht auch, steht ihm auf jeden Fall. Die Farben finde ich nice, aber holen werde ich ihn mir nicht. Für 1500 V-Bucks, ja, nicht unbedingt meins. Weiter geht's zu dem neuen Emote, Meister der Kampfkunst. Ja, ganz ehrlich, Freunde, ich finde das jetzt nicht so toll. Ist natürlich alles Geschmackssache. Ich wüsste gar nicht, wann ich das anwenden soll. Ist echt nicht meins. Dann geht's weiter zum Team Mech, zu dem Emo. Kennen wir alle vom letzten Live-Event. 100 V-Bucks ist jetzt auch nicht die Welt dafür. Dann geht's weiter zum Team Monster. Genau das gleiche. Ja. Und dann haben wir einfach einhändig das Emo, was zu dem Mech passt. Ja, keine Ahnung. Weiter geht es zum Kommandoskin. Ganz ehrlich, da finde ich das schon irgendwie fast am geilsten. Und auch die Katzenfrau, also Catwoman. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall antun. 800 V-Bucks, sehr, sehr schlicht. Sieht ein bisschen wirklich wie so ein Default-Skin aus. Aber okay, nice, kann man sich auf jeden Fall antun. Okay, Freunde, nicht böse sein. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht irgendwie schlecht drauf oder so. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht vom Shop. Aber gut, man kann ja nicht jeden Tag irgendwie was Feines drin haben. Okidok, wünsche euch was. Habt einen schönen Samstag, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush.